Ja, wir sind bei einem von den Neuheiten von Audi, der A1 e-tron. Anders als die anderen e-tron-Modelle, die schon vorgestellt worden sind auf den letzten Messen, ist es hier kein reines Elektroauto, sondern ein serieller Hybrid. Das heißt, es ist ein kleiner Verbrennungsmotor drin, der über einen Generator die Batterie auflädt und die Batterie treibt dann einen Elektromotor an. Und in diesem Fall ist der Verbrennungsmotor ein Einscheiben-Wankelmotor, auch ungewöhnliche Sache. Das Ding kann 50 Kilometer rein elektrisch fahren. Die Gesamtreichweite wird mit 250 Kilometer ungefähr angegeben. Und ansonsten ist es ein A1, das heißt, man hat optional diese andersfarbigen Dachbögen. Hier ist der Innenraum zu sehen, also neu ist die Mittelkonsole. Im Normalzustand ist der Automatikhebel plan. Jetzt will ich starten, ich drücke auf den Startknopf. Das Ding fährt aus, jetzt könnte ich losfahren und wenn ich wieder fertig bin, dann drücke ich wieder auf den Knopf, das Ding verschwindet wieder. Ansonsten ist noch bemerkenswert die rein elektronischen Anzeigen, die waren aber auch schon in den bisher vorgestellten e-tron-Modellen ähnlich.